Also die Vielfalt an bayerischen Produktköniginnen, die ist ja entsprechend der Land- und Forstwirtschaft im Freistaat enorm. Die Palette reicht von A wie Apfelkönigin bis W wie Weizenkönigin. Und mit ihren Königinnen geben die jeweiligen Verbände ihrem Apfel, Hopfen oder Zucker ein Gesicht. Und eine derartige Imagearbeit soll regionale Produkte bis ins Ausland bekannt machen. Doch jetzt mit der Corona-Pandemie, da ist eben auch viel weggebrochen, gerade auch was die Präsenzveranstaltungen angeht, traditionelle, kulturelle, gesellschaftliche Aufeinandertreffen. Das war eben durch Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Und vielleicht auch da, Sarah, ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt schon ein bisschen was mitbekommen. Ich weiß, dass deine Vorgängerin sicherlich eine ganz harte Zeit hatte, aber wie geht man denn als Königin mit so einer Krisenzeit um? Ja, also meine Vorgängerin hatte wirklich, also die hatte ja wirklich 2 Amtsjahre dann einfach übernommen, weil ja dann eben diese Corona-Pandemie angefangen hat. Im ersten Jahr hat es extrem viel Auftritte gehabt und im zweiten Jahr ist es halt einfach komplett weggebrochen. Also es sind halt schon Online-Veranstaltungen, die dann stattfinden, aber sie hat im zweiten Jahr eigentlich fast keine Veranstaltungen in Präsenz gemacht. Aber ich muss sagen, also zum Glück war es eigentlich so, also ich habe die ersten Wochen, also meine Wahl war ja am 21. Mai diesen Jahres und es ist dann immer mehr bergauf gegangen. Also ich habe eigentlich kaum noch Online-Veranstaltungen gemacht und ich habe auch seit Ende Mai eigentlich ungefähr 65 Termine jetzt schon gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade unbeschäftigt bin und irgendwie zu Hause hocke und hoffe, dass ich irgendwie Termine kriege, sondern die Leute lassen sich was einfallen. In dem Rahmen, wie es halt möglich ist. Und das ist auch wichtig, dass man einfach sagt, man macht wieder was. Man traut sich das vor allem auch. Kerstin, ich erinnere mich noch an die Zeit von vor mehr als einem Jahr. Da hieß es mal, selbst der Waldspaziergang wird irgendwann verboten. Ja? Also der Wald hat aber dann und auch überhaupt das Spazierengehen hat ja wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Wie war denn die Zeit für dich? Also bei mir war das schon auch so, dass ich das deutlich gemerkt habe mit Corona. Ganz am Anfang hatte ich dann noch Kontakt mit ein paar Journalisten, da haben wir dann Zeitungsartikel verfasst. Aber so die standardmäßigen Termine, da hatte ich dann auch immer so 1 bis 2 pro Woche teilweise im Durchschnitt, die sind halt einfach weggebrochen und das war natürlich wirklich, wirklich schade. Und ja, jetzt langsam nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Aber eher schleppend, würde ich sagen, weil es dann doch meistens eben solche Großveranstaltungen waren, wo es dann halt meistens mit über 100 Leute. Und genau, das ist jetzt gerade noch ein bisschen langsam, nimmt es wieder zu, also positive Tendenz. Aber zu Zeiten von Corona, da hat man dann die meisten Leute eigentlich echt im Wald getroffen. Und meistens habe ich dann die Gunst auch genutzt und habe dann gleich ein bisschen was erzählt. Sehr gut. Ja, Gabi, es war einfach eine harte Zeit. Und ich meine, wenn man in der Politik auch ist, dann sieht man ja auch, dass man da gewisse Maßnahmen treffen musste, die aber genau auf solche ganzen Veranstaltungen und so wurden abgesagt. Genau solche Produktköniginnen konnten dann nicht so arbeiten wie gewollt. Ja, das ging uns ja alles so. Ich denke, wir haben relativ lang gebraucht, bis wir uns umgestellt haben. Also blöden Spruch, aber das war bei uns in der Politik auch nicht anders. Mein Mann, wenn sich nachts umgedreht hat, hat mich angetippt, dann habe ich ein Grußwort gesprochen, so in der Art, weil man so ausgehungert war nach Veranstaltungen und man macht das ja gerne. Nee, Quatsch, nee. Ich denke, wir haben uns zu so spät umgestellt. Dieses Format, bei dem wir heute unterwegs sind, wir haben da auch so lange dazu gebraucht. Weißt du es ja selber, weil wir da die ersten Mal online gegangen sind. Da hätte man das jetzt vorstellen können, wenn die Froni einmal in der Woche ein Bier erklärt hätte oder Kerstin einen virtuellen Waldrundgang und. Dass Corona so war, wie es ist, das hat sich niemand ausgesucht und das ist schlimm genug. Aber ich denke, wir haben die Technik, uns nach außen, unsere Botschaft nach außen zu bringen, zu spät digitalisiert. Also wir sind eigentlich mehr im Lebenslärm unterwegs gewesen und viel lieber. Ich denke, das unterscheidet uns drei in keinster Weise und haben da auch sehr lange gebraucht, um das zu verändern. Ja,
was wir aber für die Zukunft lernen müssen. All das, was wir jetzt dazugelernt haben, auch bei der Waldkönigin, bei der Bierkönigin, bei den Produktrepräsentanzen beizubehalten. Auch das Digitale und. Vielleicht kommen wir da mal Menschen ran, die wir sonst in einem Bierzelt nie getroffen hätten. Denke, könnte man vorstellen. Oder ja, ich hoffe, dass wir auch viel dazulernen, auch wenn wir manches zu spät angefangen haben. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf Lebensgeräusche. Sehr, sehr, sehr. Ja, Sarah, vielleicht kannst du mal einmal dazu was sagen. Ich habe zum Beispiel einmal ein Bier-Tasting ich glaube, mit Harald Schmidt mitgemacht. Und das war sehr lustig. Und genau dasselbe gibt es ja auch mit Wein. Aber wie habt ihr das tatsächlich kompensiert, jetzt auch die Zeit? Oder ging das jetzt seit deiner Amtszeit eigentlich schon wieder ganz normal mit großen Festen und Devisen und es war ja alles da, gell? Hat ja alles stattgefunden, die großen Volksfeste in Rosenheim und Straubing und so. Ja, da war ich zwar nicht vor Ort, Ja, aber die waren ja auch nicht. Nein, aber habt ihr das aber es Ganze haben so digital kleine gemacht? doch stattgefunden. Es haben doch so kleine, so abgespeckte Versionen sind ja im Endeffekt überall gelaufen. Genauso wie die Wirtshauswiesen dann in München im Endeffekt. Also es haben ja kleine Sachen stattgefunden. Und ich sage mal so Verkostungen oder so, weil du ja gerade vorhin gesagt hast, Thema Verkostung ist halt schon für uns bayerisch, also für mich als bayerische Bierkönigin und auch für meine Vorgängerin schon ein extrem wichtiges Thema. Und ich sage mal, ich mache jetzt gerade meinen internationalen Biersommelier und den mache ich seit 14 Wochen online. Das kann man sich am Anfang auch nicht vorstellen. Also das sagt jeder, ja, wie geht na das? Ja, du kriegst einfach Riesenpakete mit Bier heimgeschickt. Und dann hast du jede Woche Mittwoch ein Treffen mit deinen Kurskameraden. Kameradinnen und Kameradinnen, damit man es richtig sagt. Und dann werden halt die Biere verkostet, dann wird auch was zur Geschichte erklärt und dann wird einfach auch jeder Bierstil einfach nochmal genau erklärt, damit man den Leuten auch das richtig übermitteln kann. Das Und dürfte mir nicht zu früh geschickt werden. Das wäre bei mir am Dienstag leer und dann hätte ich am Mittwoch nichts mehr zum Verköstigen. Na, also das muss ich schon sagen. Also das habe ich in einen extra Raum im Keller gestellt, damit das auch wirklich nicht wegkommt, damit das bis zum Ende hält. Sehr gut. Wie ist das bei dir? Du hast ja noch ein bisschen länger Corona-Erfahrung, Kerstin. Hat man da auch sich mal in den Wald gestellt und irgendwelche Online-Konferenzen abgehalten? Also wir leider gar nicht. Ich glaube, der Punkt ist einfach der, also so wie die Sarah das schildert, klingt es total gut, aber Wald kann man halt einfach, ich könnte Duftproben verschicken oder so, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Du musst halt einfach draußen im Wald dann gewesen sein. Und auch ja, das Ganze drumherum, dann also das Vogelgezwitscher und. Oder hörst vielleicht mal irgendwo eine Motorsäge, das ist halt dann doch irgendwie schwierig einzufangen. Und wie es auch die Gabi jetzt vorhin schon gesagt hat, auch mit dieser ganzen Technik, die wir eigentlich haben und die wir auch nutzen könnten, ist man da, glaube ich, einfach viel zu spät drauf kommen. Also das ist schade, ich hätte sowas wahnsinnig gerne gemacht. Also wirklich, von der BASF gibt es auch immer mal wieder so Filme, wie so die Holzernte und alles stattfindet. Das ist eine super Aktion, also echt klasse. Und sowas hätte ich mir für mich auch gewünscht, hätte ich sau gern gemacht, aber leider sind wir da irgendwie nicht drauf kommen, glaube ich.